Emblem der neuen Welten. Das haben wir beides bekommen jetzt. Wo war's? Da. Jetzt können wir auch Zeitverschiebung. Cool. So haben wir den aber nicht liegen lassen. Glaube ich. Ach ja, Heimdall. Kann man? Nicht theoretisch. Dieses Horn, das wir jetzt haben. Kratos hat gerade das Horn, das Ragnarök einläutet. Jetzt ist erstmal die erste Vermutung, was ist, wenn Ragnarok selbst, wenn Kratos selbst Ragnarok einläutet? Hey, Hilfe! Weil es nicht anders wenigstens geht. Die Rettung läuft gut. Weil irgendein Grund geschieht, dass wir das machen müssen. Zweite Idee ist, warum kann man dieses Horn nicht einfach zerstören? Ist das unkaputtbar? Kann man das nicht kaputt machen? So, dass Ragnarök dadurch einfach nicht eingeleitet werden kann? Oder fängt das an zu tröten, sobald man draufhaut? Hat natürlich noch keiner getestet. Ja. Das wird zwar einfach. Also wenn Ragnarök wirklich nur durch dieses Horn eingeleitet wird, wieso ist da nicht der erste Gedanke, lass uns dieses Horn doch einfach kaputt machen? Ach fuck, ich denke die ganze Zeit, ich kann meinen Rage damit erhöhen, aber mache ich ja gar nicht mehr. Ich mache die Weltenverschiebung. Ja, also, wartet mal. Wir sind schon wieder in einem Hinterhalt. Freya ist verletzt. Wir müssen ihn hier rausholen. Ich schütze ihn, aber wir kommen nicht durch die Tür. Eine Falle. Was die auch für Damage machen, ne? Hallo? Okay. Wir sind schon wieder in einem Hinterhalt. Freya ist verletzt. Wir müssen ihn hier rausholen. Ich schütze ihn. Aber wir kommen nicht durch die Tür. Eine Falle.
Ist das denn zu fassen, dass man nirgendwo den deutschen Cast für das Spiel findet? Verstehe ich manchmal auch nicht, weil, vor allem bei so bekannten Titeln. Jumpscare, Alter! Ach so, klar. Hier weg. Oh Gott. Nee. Okay. Alter. Ja, klar tötest du mich. Ach komm, fuck you. Wieso muss denn dann noch so ein kleiner Kack-Piss-Ad dazu, der mich nervös macht? Jetzt habe ich ihn besiegt und werde von hinten von irgendeiner Scheiße angegriffen. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich manchmal. Also, die God of War-Schwierigkeit, ich weiß nicht, wie andere das sehen, ne? Oder andere, ich weiß nicht, ob andere Streamer einfach nicht darüber reden, aber es ist einfach... Es ist nicht zu schwer, es ist dumm. Es ist ja okay, wenn man viel Damage von irgendwas kriegt, aber doch nicht 80 Gegner auf eine Map packen. Twitch-Chat ist halt auch wieder gut drauf. Also ich meine vom Technischen her. Hab wieder Verbindung zum Chat.
wollte auch nicht den Loot haben. Ich wollte das haben. So, jetzt ist der größte Fucker ist weg. Jetzt weiß ich, dass hier oben immer noch hier liegt. Boah, ey. Hallo! Kratos! Danke. Nutze einen Schildschlag! Die Tür ist auf! Kannst du laufen? Ich will den Shit aufheben. Ich will nicht damit springen. Danke. Ey, was ein Abfuck. Gegner auch, ne? Also hier hat mich wirklich der Gegner abgefuckt. In Kombination mit zwei Ads. Wir müssen hier weg. So, ja, auf anderen Schwierigkeitsstufen wäre diese Stelle cool. Aber auf der hier ist die lächerlich. Ich trage ihn. Was? Nein, ich schaff das. Tust du nicht. Au, 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 langsam. Zu mir. Mir nach. Wir haben hier Gesellschaft. Oh nein. Na gut. Na schön. Wir sind fast da, ja? Bogenschütze. Soft. Das war cool. Arbeit, Brigand. Hey, ich bin Atreus. Ist dir gut? Hallo. Nein. Halt durch. Das ist eine coole Stelle. Ist fast da, oder? Rechte Seite. Weiter vorwärts, wir sind verdachtlos. Ich muss gleich kotzen. Geht's dir gut? Ja, ich hänge halt so rum. Wirf das in den Fluss. Beeilung, das hält sie nicht lange auf. Ja, natürlich. Skidbladnir. Freyers Boot. Sie sammeln sich. Wir sollten los. Das ist ein praktisches Boot, auf jeden Fall. Wisst ihr, was die Stelle vorhin noch spicier gemacht hätte? Wenn da irgendwo noch ein fucking Singoblin sitzen würde, der die unsterblich gemacht hätte. Das hätte die Stelle noch spicier gemacht. Ich glaube, dann wäre ich komplett geweckt. Rage quittet. Nee. Schwebt, wussten die beiden nicht. Ihr hättet euch mal sehen sollen. Ganz ruhig. Es fliegt. Wir fliegen. Damit hatte ich gerechnet. Wir haben Gäste! Oh, da ist noch einer! Ich wusste, dass es zu gut lief. Etwas Hilfe? Sie sind zu schnell! Achtung!
Was macht er jetzt? Seine Springer-Abilities hervorrufen oder was? Beide aufgespießt, einfach so. Was? Er hat sich vielleicht umgebracht, aber das war der krasseste Move, den er in seinem Leben gemacht hat. Sind wir ehrlich. Das sind auch keine Drachen, by the way, das sind Wyvern. Oder Wyvern. Wir hatten erst einen Drachen gesehen in dem Teil. Und das war der Dicke in Elfheim. Verdammt, Jürger. Ach, komm schon. Steppwanz. Hieß er so? Du, er hat das überlebt? In dem Fall der dicke Drache. Er sitzt da unten und macht sich die Fingernägel. Feder der Bestie sauber. Du wirst sehen. Es. Da. Es muss so sein. Wir sind fast da, Ingvi. Halte nur noch ein bisschen durch. Ich schätze, im Moment habe ich keine Wahl. Nee, der hieß aber nicht Steppwanz. Der hatte einen anderen Namen. Also was ähnliches, ja. Lunda! Lunda, wir brauchen Stoff und kochendes Wasser. Rotwurzel und... Gartenschaumkraut, ja, ich weiß. Glaubst du, ich hätte nie eine Blutung gestillt? Oh. Nun mach dir mal keine Sorgen, Mann. Ich hab deine Sachen nicht angefasst, während du gefoltert wurdest. Verdammt, Lunda! Sachte! Wieso maulst du mich an? Ich hab dich nicht abgestochen wie ein Schwein. Nichts für ungut. Freya... Würdest du ihr helfen? Oder lieber alles selber machen? Halt still. Sie macht das Gröbste, dann bringe ich dich zu Sindris Haus. Meine anderen Kräuter sind da. Solange beschützen wir die Welt. Mit 4 Leuten. Varnaheim ist in guten Händen. Feuer in Sindris Haus, ja? Wo immer das ist. Dein Boot. Nein, dein Boot. Geil. Nur zu, nimm es. Segle empor, sonn dich ein wenig auf dem Bug. Du könntest es vertragen. Als ob ich jetzt so ein, so ein krasses Stolz. Boot hab. Er gab dir sein Boot? Toll. Das Ding kann fliegen. Er ließ mir keine Wahl. Weil es notwendig war. Nicht, weil es geschrieben steht. Kratos, wenn du einmal zu viel pupst, löst du Ragnarok aus. Ich weiß nicht, ob das Rohr da... Laut der Prophezeiung läutet das Gjallarhorn Ragnarök ein. Was auch immer es macht. Ich habe in Odins Bibliothek davon gelesen. Es soll... Atreus, das besprechen wir unter uns. Kannst du das Horn vielleicht an eine andere Stelle packen, Kratos, und nicht an den Hintern? Ich weiß, du bist ein Gott und Götter pupsen nicht, aber was ist, wenn es doch mal passiert? Er hat mich verletzt im Dschungel gefunden, als ich versuchte, wieder hierher zu finden. Er hat mich beim Schlafen bewacht. Wow, ich habe irgendwo 5 Hacksilber. Heimdall ist tot. Gut. Ach ja? Ich weiß nicht, was das Schicksal will, aber ich weiß, dass Heimdall ein preisgekrönter Schandfleck war, der massig Dreck am Stecken hatte. Wenn er deinem Jungen etwas antun wollte, ist es gut, dass er nicht mehr unter uns weilt. Die Nornen waren da anderer Meinung. Die Meinung dieser 3 weggesperrten Jungfern ist doch nicht einmal einen Ziegenfurz in einem Wirbelsturm wert. Ihr habt es nun mal getan. Kein Grund, darüber zu jammern.
Ich hoffe, du und der Spross deiner Lenden habt keine Löcher, wo keine sein sollten. Uns geht's gut. Ach, Herzchen, um ihn musst du dich nicht sorgen. Ich habe ihn mir genau angeschaut, sobald Freyr zusammengeflickt und wieder weg war. Ach, wirklich? Was stehst du da in der Gegend rum? Unheimlich. Okay, wir können nichts aufwerten. Wenn mir hat keine Lunge, dann kann es Horn nicht blasen. Aber dann würde auch bedeuten, wenn du das sagst, dass er nicht reden könnte. You know? Ich hoffe, du willst austeilen. Telepathie. Es gibt hier kein Kapitel für Drachen. Ich glaube, die sind hier. Schotterwanst. So hieß er. Also, was machen wir jetzt? Untertauchen. Trauern. So, in Freyas Lager ist kein Rabe. Aber hier, im Garten von Noatun. Ich glaube, ich brauche nicht mehr viele Raben für die nächste Kiste. Was ist das? Blattönen. Das. Helka riecht etwas. Könnte wichtig sein. Vielleicht sollten wir ihr folgen. Werte des Überlebens. Spuren. Helkas. Wo führst du uns hin? Jetzt dann nicht, ich kann dieses coole Boot nicht einfach so benutzen. Also, was machen wir jetzt? Wir müssen nicht sofort nach Hause, oder? Sieh mal! Spuren von unserer Superspürnase. Wir sind auf dem richtigen Weg. Da hinten läuft sie. Wir sind hier. Folgen wir ihr erstmal. Ja, ja, wir folgen ihr, ja. Pfotenabdrücke. Das kleine Sabbermaul ist unermüdlich. Mehr Spuren von Helka. Ich muss sagen, ihre Spürnase für die Jagd ist so gut wie deine. Ihre ist besser. Die Augen können lügen, die Nase nicht. Wünschst du dir jetzt, dich ab und zu in ein Tier verwandeln zu können?
Nein. Und schon ist sie weg. Ich bin gespannt, was das hier bringt. Oh. Gegner erstmal. Wir sind Helka auf der Spur. Wieso wird Helka nicht aufgefressen von den Viechern? Wieso machen die Wölfe jetzt nichts gemacht? Die Wölfe verstehe ich manchmal nicht. Ich glaube, ich wechsle wieder. Die Wölfe sind nicht zuverlässig. Sie ist darüber. Aber im Dunkeln können wir ihr nicht folgen. Ach, kann ich nicht wechseln, weil Cooldown. Ich hasse es. Matthias, wie bist du da hochgekommen? What the fuck? Ich glaube, den Effekt hatten sie auch im Trailer gezeigt, ne? Wie die Wölfe den Himmel, die Tageszeit ändern. Ist auf jeden Fall einer der geilsten Effekte in-game. Ach, retten wir jetzt vielleicht Dings, den Springer? Hat er doch überlebt? Ja. Lol. Du kannst zurückgehen, Helka. Wir übernehmen jetzt. Er hat überlebt mit seinem coolen Move. Konnte Pirgir einen solchen Sturz überleben? Vielleicht durch Magie. Fragen wir ihn, wenn wir ihn aus seiner misslichen Lage befreit haben. Von hier oben sollte Pirgir leicht zu finden sein. Warum fürchten sich alle vor diesem Ort? Wo wir beim Thema sind. Warte! Jetzt hat er Drache gesagt. Was wirklich ein Drache oder was wir dann weibern? Atreus! Mir geht's gut. Und dir? Er schien wütend zu sein. Was hat das wohl zu bedeuten? Dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wo sind wir überhaupt? Sieht aus wie die Ruinen einer einst florierenden Vanir-Siedlung. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Ein Grund mehr, hier rauszufinden. Hä? Oh lol, hier gibt's ein Portal, wie nice. Das ist cool. Das ist ein eingefrorener Blitz. Das ist ein Drache. Das Signal. Hier geht nicht. Nicht mehr lange, wenn der Drache sein Bild bekommt. Wird er nicht. Seht ihr, was ich sehe? Ein Blitzschlag. Nur, dass er gefroren ist? So wie der in meinem Kampf mit Thor. Aber warum ist genau so einer hier in Vanaheim? Gute Frage. Habe ich gerade auch überlegt. So, wie könnte der hier hingekommen sein?
Scheiße, jetzt habe ich die Wölfe natürlich nicht gewechselt. Wow. Wow. Einfach wow. Wieso ist der überhaupt Stufe 6? Hatte der sich aufgelevelt? Oh, ich muss aufs Klo. Kurze Pinkelpause.